Damit hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Animal Crossing. Entschuldigung für die Tonprobleme gerade. Wir haben den 9. Mai, Muttertag. Natürlich gibt es eine Muttertagsfolge. Oh, wir sind zu voll. Ja, wir müssen aussortieren. Welcher war das? Picking your owner the first time von Mama. Der kommt weg. Oh, jetzt habe ich nicht gelesen. Von Angus, das war bestimmt der zum Geburtstag. Julian auch, aber den behalten. Oh. Umschalten muss ich. So. Von Mama. Zum Muttertag wahrscheinlich. All die Geschenke, die du mir über die Jahre zum Muttertag gegeben hast, ich habe noch jedes einzelne. Deine Mama. Das ist aber sehr schön. Moment. Und von Tommy. Der hatte ja Geburtstag. Ohne dich wäre meine Party total langweilig gewesen. Und dein Geschenk ist toll. Sobald ich nicht mehr so müde bin, werde ich ganz viele Freudensprünge machen. Dein Freund Tommy. Wie süß ist das denn? So, gucken wir mal eben schnell, was es denn ist, was wir von den beiden gekriegt haben. Wir haben noch einiges vor auch. So, das ist das von Rotseidenpulli anziehen. Wir gucken mal. Ganz süß für den Winter. Ja. Aber jetzt ziehen wir uns wieder um, es ist Sommer. So, und von Mama haben wir was geschenkt bekommen. Eine Heidenelke. Wie süß. Die pflanzen wir ein. An. Na, mal gucken, ob das was wird. Süß. Wir sollten auch raus aus dem Menü hier wieder. So. Und zwar hatte ich vor Folgendes. Einmal. Das tun wir zuerst wegen der... Oh, da baut wieder jemand. Wer denn? Kann ich dann mein Haus überhaupt größer machen? Günther! Günther wohnt genau neben mir. Oh Gott. Guten Tag. Ja, ich wollte einmal sehen, wie viel schon gespendet wurde. Oh, keiner hat gespendet mehr. Oder nur sehr wenig. Ich habe im Moment kein Geld. Ich mache ja Geld. Aber nicht in der Aufnahme, weil, will keiner sehen, das ist nur langweilig. Also, was ich machen wollte, ich hoffe, das geht jetzt zur späten Stunde auch noch. Manu ist unterwegs. Hinten läuft jemand. So. Na, guck mal da, es geht. Guten Abend. Ja, genau. Ja, heute möchte ich es tun. Was? Ich da muss... Das meiste ist sicher noch da. Das ist ja sehr vielversprechend. Ach, wir können direkt rüber segeln. Wie schön. Ja, geht dein Motor nicht an? Die Flagge, wie süß. Dann besuchen wir mal... Mr. Turtles, jetzt singt er wieder. Das kenne ich schon. Oder singt er nicht? Doch. Bitte, was?
Du machst mir Komplimente und bist selbst verheiratet? Oh, Land in Sicht, sehr schön. Wie geil ist das denn? Das erste Mal die Insel begutachten. Müssen wir jetzt eigenständig aussteigen? Nee, müssen wir nicht. Die Musik hier. Wie cool ist das denn? Guten Tag, Sie sind? Bonnie. Du bist bestimmt die Frau, richtig? Oder Kind? Ach, du grünes Holzbein. Ah, da schleichst du dich denn an wie ein Eisberg. Ha, wir kennen uns noch nicht, oder? Mein Sohnemann hat dich sicher auf den... Ach, du bist die Omi. Du bist die Omi, die Bonnie. Ah. Ich habe leider nichts mit. Okay. Also müsste ich erst hier Geld machen. Kann ich hier Geld abheben? Anscheinend. Ja, ich wollte mich aber heute nur umgucken. Guten Tag, und du bist? Lotte! Hurra, da kommt jemand zum Spielen. Spiel Supermarkt mit mir. Supermarkt! Ich will einkaufen tun. Du musst mir das beibringen. Was? Du musst mir was bringen, was ich kaufen kann. Okay. Was hat's eigentlich mit dem Korb hier auf sich? Du bist wahrscheinlich dann die Enkelin und du bist Lore. Lore und Lotti, wie süß. Hey da, junge Dame, du bist doch Pi aus Far Away, oder? Ich weiß Bescheid, ja. Turtle hat's mir geflüstert, willkommen bei den Inseln. Hier bei mir kannst du dich für einen Ausflug zu einer der umliegenden Inseln anmelden. Da drüben gibt's informatorische Broschüren, falls du da mal einen Blick drauf werfen willst. Oder du entspannst dich erstmal und lässt es ruhig angehen. Broschüren? Die, richtig? Willkommen auf der Turtle-Insel, Inselführer. Die Turtle-Insel. Die Turtle-Insel ist eine weitläufige Ferieninsel. Menschen aus aller Welt kommen hierher, um ein Paradies wegen Sommers zu genießen. Wir bieten für Gruppen und für Einzelpersonen eine ganze Reihe von Ausflügen an. Unermüdlich arbeiten wir daran, unseren Besuchern ein perfektes Freizeiterlebnis zu ermöglichen. Okay. Oh, jetzt. Ja, das reicht. Für jetzt zumindest. Wir gucken uns jetzt hier weiter um. Das ist so geil hier. Okay, dann werden wir wahrscheinlich nur das heute hier machen. Oh Gott. Bananen! Ich hoffe, wir können die Sachen mitnehmen, weil dann werde ich ein bisschen was pflanzen. Das geht dann wahrscheinlich nur am Strand, richtig? Huch, was war das? Was krabbelte denn da? Na, ich habe nichts mit. Schade. Hätte ich es im Kescher geholt. Das ist eine kleine Insel hier. Sind das das, was ich glaube, dass es ist? Mangos, okay. Auch nicht, dass ich glaubte, dass es ist. Aber wir nehmen einfach alles mal mit. Bananen und Mangos. Vielleicht können wir die ja... Oh, die sind super schön. Pause, einpflanzen. Oh, entschuldigung. Also Bananen und Mangos gibt's hier. Gott, durch diese Büsche kommt man ja gar nicht. Schade, wahrscheinlich muss ich mich bei irgendeiner Tour anmelden. Guten Tag. Können Sie reden? Herzlich willkommen. Ich verleihe eine ganze Reihe Ihrem Inselverfügen dienlicher Dinge. Auch kann ich Ihnen gerne mit Informationen zu deren Bedienung behilflich sein, werte Freundin. Ausleihen. Kescher, 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 wunderbar. Nehmen Sie, was immer Ihr Herz begehrt, werte Sportsfreundin. Ein Kescher. Ja, ein Kescher. Ach, den leihen wir. Gibt's denn auch andere Fische dann hier?
Bitte sehr, geschätzte Freundin. Oh, machen Sie sich nur keine Sorgen um die Rückgabe. Es erledigt meine Wenigkeit für Sie, bevor Sie zu einer Tour oder in die Stadt aufbrechen. Also automatisch. Sind hier Fische? Ich sehe bisher keine. Vielleicht am... Was ist denn für ein Falter? Haben wir dich schon? Ach, ja. Wenn man erstmal die Tasten wieder lernen muss, weil man Ewigkeit nicht mehr gespielt hat. Ich muss echt öfter spielen. Mindestens einmal die Woche. Vor allem wenn ich jetzt... Nein, nicht in, aufs Meer. Vor allem wenn ich... ein Himmelsvater. Himmelsvater. Himmelsfalter. Ich fange mir das Blaue vom Himmel herunter. Wie schön. Den haben wir noch nicht. Was wollte ich jetzt? Am besten... ich habe den Faden verloren. Ja, am besten jeden Tag mindestens... jeden Tag nicht. Einmal die Woche. Weil so Sachen wie abbezahlen und Brücke bezahlen und so braucht ja keiner sehen und den Leuten Hallo sagen. Schade, so weit weg. Ich muss das echt erst noch wieder lernen. Aber wir versuchen es jetzt noch einmal und dann kehren wir zurück. Da ist noch ein Himmelsfalter. Was war das denn? Ist das ins Meer verschwunden? Geht's dir denn da gut? Kannst du schwimmen? Viele Käfer können nicht richtig schwimmen oder tauchen. Bitte helfen Sie. Ich hab dich gesehen, du Sack. Mann. Hi. Schöner Schmetterling. Ich will doch nur einen Käfer noch fangen. Ja. Ob ich mir davon auch welche mitnehmen kann? Nö, kann ich nicht mitnehmen. Was war das denn? Müssen wir echt besser werden im Empfang. Ah, ja. Gut, wenn man die Viecher auch nicht sieht. Das ist eigentlich auch so ein Spiel, das man gut streamen könnte. Völlig entspannt. Einfach streamen. Ha! Jetzt aber! Und was ist das? Ein Nashornkäfer! Ja, wir haben endlich einen! Gut, dann verlassen wir diese Insel am besten jetzt. Auf Wiedersehen! Dankeschön! Das nächste Mal bringe ich dir was Tolles mit, okay? Oder habe ich irgendwas in den Taschen? Vielleicht einen Pfirsich? Ach, Pfirsich, das war eine Mango. Möchtest du eine Mango? Ja, ich habe dir was mitgebracht. Ja klar, darfst du bei mir kaufen. Ich habe geöffnet. Du bist so süß. Hurra! Dann will ich. Ich will... eine Mango. Ich will die Mango. Bitte, bitte. Darf ich? Du kriegst 2 Sterne dafür. Okay. Vielen Dank. Jetzt nennen sie mich Tante. Ist die süß. So. Rüberfahren tun wir. Ich möchte nach Hause. Ich möchte nach Hause.
Komme ich durch dich nach Hause? Ich möchte zurück nach Hause. Bitte. Ja, es ist spät. Ja, mittlerweile halb elf. Bitte, was? Okay, hier rüberziehen. Ich weiß nicht, was das bringt. Ich hoffe, wir kriegen die Sachen wieder. Dann probieren wir es jetzt nochmal. Ich möchte zurück. Ja, ich möchte zurück. Ja, ab nach Hause. Und, singt er wieder? Ja. Warum? Das ist wohl wahr, aber das ist so süß. In Strümpfen ist schon mies trotzdem. Und in den Schuhen, vor allem wenn es regnet. Vielen Dank für die Überfahrt. Vielen Dank. Haben wir hier wirklich alles wieder? Ja, haben wir. Fantastisch. Vielleicht sollten wir auch erst aus dem Menü rausgehen, nicht doof. Sammeln wir noch ein paar Muscheln. Hat der Laden eigentlich jetzt auch schon zu? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich hätte gerne die Käfer und so. Sind die vielleicht in der Kiste? Das wollte ich noch geguckt haben. Ich hätte die gerne nämlich auch hier. Abholkiste. Sämtliche Gepäck. Ja! Oh, fantastisch. Warte. Da. Ist alles da. Warte, eine Mango, eine Banane. Ja, eine Mango, eine Banane. Eine Mango, eine Banane. Warum nimmst du das nicht zurück? Ich will sehen, ob wir die einpflanzen können. Dann muss ich nochmal ins Menü. Dann gucken wir mal. So können wir sie nicht. Aber was ist, wenn wir die... Können wir denn jetzt? Also ich habe jetzt ein Loch gegraben. Ich habe es leider nicht umgeschalten. Ja, vergraben. Vielleicht wird ja was draus. Ja. Oh. Wie cool ist das denn? Das machen wir mit der anderen auch. Und der Mango auch. Na, ich muss erst ein Loch graben. Nicht doof. Aus dem Menü. So, dann noch die zwei Mangos. Das ist so cool, wenn sie dann noch wachsen. Jetzt holen wir eben noch die zweite Mango.
Dann haben wir bald exotische Früchte hier. Ist das cool? Ja, wir wissen's. Zack. Und schließen. Ist das cool? Ich war mir nicht ganz sicher, ob das in diesem Teil auch geht. Nein, wir wollten die Ausrüstung. Einfach. Ist das cool? Juhu, wir haben exotische Früchte. Mal gucken, ob der Laden noch offen ist. Wie voll ist meine Tasche? Ein Platz noch. Oh, und da ist Unkraut. Na, Angus? Schon spät, oder? Ich überlege gerade, vielleicht streame ich das hier morgen, also wenn das hier hochkommt heute. Ihr könnt ja mal unter das Video schreiben, was ihr davon haltet, ob ich das machen soll. Ja, Angus, ich komme schon. Ja, da bin ich ja. So lange war ich nicht weg. Du hast natürlich nicht gefragt. Nein, dafür können wir uns viel zu wenig leiden. Die Musik gefällt mir. Nein, ich wollte einfach wissen, wie es dir geht. Oh, wie nett. Erst war er so freundlich bei dir im auf dem Geburtstag und jetzt meint er, er muss was in deiner Einrichtung ändern. Ja, das heißt, ich soll dir was besorgen. Aber ich finde dein Zimmer cool. Ich finde das cool. Du musst da nichts ändern. Okay, gut. Ich habe sowieso keinen Platz mehr in der Tasche. So, Glöckchenträgerin. Reden wir noch einmal kurz mit dir. Was wir jetzt tun können. Na komm mal ran, bis auf einen Meter. Hallo, Bürgermeisterin. Was kann ich für dich tun? Stadtverordnung. Kommen wir zur Verordnung. Zurzeit ist Fahrweise keine Verordnung in Kraft. Möchtest du da etwas ändern? Eine Verordnung zu erlassen kostet 20.000. Das habe ich gerade nicht. Danke, nein. Vielleicht morgen. Vielen Dank. Auf Nimmerwiedersehen. Du mit deinem Glöckchen da. So, dann sage ich auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ich werde jetzt nur noch die Muscheln wegbringen, nichts Spannendes mehr machen. Wir sehen uns dann vielleicht im Stream, vielleicht auch nicht. Dann in der nächsten Folge. Tschüss.